geworden. Ja, beim Elfmeter hast du eh mal wenig Chancen als Torhüter. Unglücklich heute. 0-1 liegt Dresden zurück. Aber jetzt kommt erstmal der erste aus dieser Brücke und macht das ihm gar nicht, das 2-1. Köhler, einer der besten bis hierhin. Utaro kommt nicht durch. Ein cleveres Foul. Nichts. Es ist nun mal so, es gibt eben mehr lange Bälle als flaches Kombinationsspiel in der dritten. Die ist sehr gut, wird nochmal quergelegt. Jakob, Schwede, hat keinen rechten. Oh, machen die das kompliziert. Kerber aus der Drehung. On every match here against, except against the bottom two. As Havelse picked up a point the other week. And Würzburg won here. Nur die Sturmreihe vom ersten FC Magdeburg ist noch ein bisschen treffsicherer. Macht es dann auch sehr verrückt. Das könnte so eine sein, die man in diese Kategorie packen kann. So, jetzt aber mal die Möglichkeit für Grimaldi und das wäre es natürlich. Grimaldi! Hier und da gibt es auch mal ein Angriffspressing, aber im Normalfall warten sie auf ein gutes Umschaltspiel, lassen den Gegner auch mal kommen und wollen ihn dann so in Schwierigkeiten. Ist auch Benzema heute wieder, die Flanke nicht schlecht. Und alle wackelt, Bierschenk nicht gut, Kerber, kein schlechter Versuch und Schreiber. Oh, 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 Grimaldi, ähnliche Situation, auch hier. Und das ist die Antwort von Saarbrücken mit einem Traumtor. 60. Minute. München natürlich deutlich mehr am Ball, weil Saarbrücken das auch will. Und nicht mehr so viel Aufwand betreibt. Kerber sogar jetzt noch hier durch die Hosenträger. Mal gut aufgepasst von Berzel. Und da startet er wieder, ist die Fahne oben. Ernst, Ernst. Nochmal Kerber. Und Pfosten! Julian Günterschmidt 2-0! Guras staubt ab, da ist das! Schirmen, abklemmen, auflegen, Julian Günterschmidt geblockt. Kerber, Nachschussmöglichkeit! 62. Minute. Saarbrücken muss sich sammeln. Ja. Diskussion. So, fast schon perspektivlos dieser Ball gewesen. Kerber.